Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Yoga-Video. Mein Name ist Tanit, falls du mich noch nicht kennst, und ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Wir starten gemeinsam in einen energetisierenden Vinyasa-Flow. Diese Klasse wird relativ kurz sein und ist eher für Fortgeschrittene geeignet. Das heißt, wenn du gerade erst mit deiner Yoga-Praxis beginnst, würde ich dir eins meiner anderen Videos empfehlen, weil wir hier relativ schnell durch die Bewegungen fließen und pro Atemzug eine Bewegung machen werden. Du brauchst keine Hilfsmittel, du kannst dir Blöcke natürlich immer bereitlegen. Ich werde es jetzt hier nicht ankündigen, das heißt, schnapp dir die einfach und baue sie in deine Praxis ein, wie auch immer es dir passt. Sollte es dir mal zu viel werden, komm gerne in die Haltung des Kindes, in Balasana, große Zehen zusammen, Knie auseinander, die Hände nach vorne laufen, Stirn auf die Matte. Das ist immer für dich da. Mir ist immer ganz wichtig, dass du auf deinen Körper hörst, denn du weißt besser, was du fühlst, als ich. Das sind alles Angebote und eben keine Verpflichtung. Nachdem das gesagt ist, starten wir heute im Sitzen am hinteren Ende der Matte, beziehungsweise so zwei Drittel auf der hinteren Hälfte. Du kannst dich auf die Knie setzen, beziehungsweise auf die Fersen setzen, die Knie zusammen. Du kannst dir hier auch immer irgendwas zusammenrollen und zwischen Fersen und Gesäß legen. Und dann bring die Hände einmal in deinen Schoß, die rechte Hand auf die linke. Roll die Schultern einmal nach oben und dann nach hinten unten. Und dann schließ hier für einen Moment deine Augen. Finde zu deinem Atem. Und spür erstmal, ohne zu kontrollieren, wie die Atmung durch die Nase ein- und ausfließt. Nimm den Atem wahr. Und für diese Praxis atmen wir die gesamte Zeit durch die Nase ein und aus. Wir gehen jetzt bewusst durch die Nase tief ein, bis in den Bauchraum zu atmen. Mit der Ausatmung die Bauchdecke wieder fallen zu lassen, den Brustkorb fallen zu lassen. Die Luft durch die Nase wieder ausfließen zu lassen. Mach so weiter. Wenn Ujjayi-Atmung in deiner Praxis ist, dann darfst du es gerne praktizieren. Und dann nimm dir einen Moment, um dir eine Intention für diese Praxis zu setzen. Vielleicht möchtest du sie einer bestimmten Qualität widmen, einer Person. Und vielleicht möchtest du einfach etwas Bestimmtes loslassen oder präsent sein. Bring die Hände vor die Brust. Mach dir deine Intention nochmal bewusst. Und dann bring dein Kinn Richtung Brustbein und öffne hier langsam deine Augen. Sehr schön, wir starten in dem Vierfüßler, Hände unter den Schultern, die Knie unter der Hüfte, und wir starten hier mit Katze Kuh. Atme ein, schieb dein Brustbein nach vorne, heb den Blick. Atme aus, runde den Rücken, schieb die Schulterblätter auseinander, drück den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Einatmen, roll dich wieder nach vorne. Ausatmen, runde dich für die Katze. Einatmen, mach dich lang. Ausatmen, runde den Rücken. Noch zweimal ein und aus. Ein letztes Mal ein und aus. Sehr schön. Komm jetzt in eine neutrale Position, stell deine Füße hinten auf und dann schieb dein Gesäß auf die Fersen, schieb die Hände fest in die Matte und dann heb langsam die Knie von der Matte. Komm in deinen ersten Adho Mukha Svanasana, den herabschauenden Hund. Du kannst die Beine hier noch gebeugt lassen und dann streck ein Bein nach dem anderen etwas aus, lauf die Beine, bring Bewegung in deinen Körper, tiefe Atemzüge ein und aus. Sehr schön. Noch zwei Atemzüge. Und dann komm langsam zur Ruhe. Komm auf die Zehenspitzen, schieb deine Fersen richtig nach oben, atme ein und dann roll dich langsam mit runden Rücken nach vorne, bis die Schultern über den Handgelenken sind. Beug die Beine, schieb dein Gesäß wieder zurück in den herabschauenden Hund
Und wir rollen so durch. Einatmen, roll dich nach vorne. Ausatmen, beug die Knie, schieb dich nach hinten. Einatmen, roll dich. Wirbel für Wirbel nach vorne. Ausatmen, beug die Beine, zieh dein Steißbein nach hinten oben. Einatmen, roll dich. Ausatmen, schieb dich nach hinten. Noch ein letztes Mal. Einatmen, roll dich Wirbel für Wirbel nach vorne, nimm dir Zeit. Ausatmen, beug die Beine, schieb dich zurück in Adho Mukha Svanasana. Ein Atemzug hier, atme ein. Atme aus. Sehr schön, atme ein, roll dich langsam nach vorne mit den Schultern über den Handgelenken für die Plank. Und von hier aus durch dein Vinyasa, du kannst entweder Knie, Brust und Kinn oder Chaturanga. Einatmen, schieb dich nach vorne, Chaturanga oder Knie, Brust und Kinn. Roll dich nach oben für den heraufschauenden Hund, die Fußrücken auf der Matte, Knie weg vom Boden. Ausatmen, Adho Mukha Svanasana. Sehr schön, beug die Beine und dann lauf oder spring an Anfang deiner Matte. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge, Uttanasana. Einatmen, heb die Hände über den Kopf nach oben, mach dich lang. Ausatmen, bring die Hände vor der Brust zusammen, Tadasana. Hände neben dem Körper Richtung Matte. Roll die Schultern einmal nach hinten unten. Sehr schön. Von hier aus beugen wir die Beine, Fingerspitzen streifen den Boden, setz dich tief für Utkatasana in den Stuhl. Atme ein, atme aus, verlagere das Gewicht auf das rechte Bein und heb dir das linke Knie zur Brust. Sehr schön, atme ein und atme aus. Wir verlagern das Gewicht nach vorne, die Hände kommen vor der Brust zusammen. Und wir schieben das linke Bein nach hinten für Virabhadrasana 3, Krieger 3. Und versuch hier die linke Hüfte so ein bisschen nach unten zu schieben und die rechte nach hinten zu ziehen. Sehr schön, atme. Blick auf einen Punkt, hinterer Fuß ist geflext, die Ferse schiebt von dir weg. Sehr schön. Atme ein, atme aus, beug dein rechtes Bein und in Zeitlupe bring deinen linken Fuß hinter dir auf die Matte, beug das rechte Bein weiterhin und streck die Arme nach oben für den High Lunge. Schieb dich aus der hinteren Ferse nach vorne. Sehr schön. Atme ein, atme aus, bring das linke Knie zur Matte. Zieh die Ellenbogen in Kaktusform nach unten und öffne dein Herz. Sehr schön. Hände kommen über vorne nach oben. Heb dein linkes Knie wieder von der Matte ein und aus. Wir beugen wieder linkes Knie zur Matte, öffne den Brustkorb. Noch einmal so ein, heb die Hände, heb das Knie und ausbeugen. Sehr schön. Atme ein, heb die Hände nach oben. Mit der Ausatmung drehen wir den linken Fuß zur Seite auf. Wir sind parallel zur langen Seite der Matte. Hände vor dein Herz. Setz dich hier erstmal tief in deine Goddess Pose. Die Zehen zeigen nach außen mindestens 45 Grad. Versuch die Knie so ein bisschen weiter nach außen zu schieben und dein Gesäß weiter nach unten zu bringen. Sehr schön. Atme ein. Atme aus, bring die Hände an die Knie. Atme ein, mach den Rücken lang. Atme aus, bring die rechte Schulter nach unten. Blick auf die linke Seite. Atme ein, komm wieder nach oben. Ausatmen, andere Seite. Atme ein, nochmal nach oben. Atme aus, wieder die andere Seite. Atme ein. Und atme aus. Sehr schön. Atme ein, komm wieder nach oben, streck die Hände nach oben aus. Aufgepasst, wir heben jetzt den rechten Fuß an und drehen uns auf die Rückseite der Matte in den High Lunge. Schieb dich aus der rechten Ferse nach vorne, atme ein. Atme aus, bring die rechte Hand zur rechten Seite, auf die Innenseite von deinem linken Fuß. Heb den linken Arm nach oben für den Easy Twist. Atme ein. Atme aus. Sehr schön. Atme ein, verlagere das Gewicht auf den rechten Fuß. Atme aus, hol dir den linken Fuß
auf den rechten, heb deinen linken Arm nach oben für die Side Plank. Du kannst hier das rechte Knie auch ablegen. Atme weiter. Und wenn du weitergehen möchtest, kannst du von hier aus deinen linken Fuß hinter dir auf die Matte absetzen und deinen Brustkorb öffnen für Wild Thinking. Atme ein, egal wo du gerade bist. Atme aus. Atme nochmal ein. Mit der Ausatmung komm zurück zur Mitte, bring die linke Hand zur Matte und schieb das linke Bein einmal hinter dir nach oben für den dreibeinigen Hund. Atme ein, atme aus, linkes Knie zum linken Handgelenk und setz dich hier einmal ab. Sehr schön. Wir haben den Brustkorb hier angehoben. Die rechte Ferse ist beim rechten Hüftknochen. Linke Ferse ist beim rechten Hüftknochen so rum. Der hintere Fuß abgelegt. Guck einmal, dass es kein Bananenfuß ist. Je paralleler dein Schienenbein zur kurzen Seite der Matte, desto intensiver. Atme ein, heb den Brustkorb. Atme aus, senk den Brustkorb so weit es geht nach unten. Atme ein, roll dich nach oben. Und aus, nach unten. Ein. Und aus, nochmal nach unten. Ein. Und aus. Sehr schön. Verlager dein Gewicht jetzt auf die linke Seite und hol dir den rechten Fuß nach vorne an die Außenseite vom linken Bein. Sieht dann so aus. Wenn das hier im linken Knie wehtut, dann streck gerne dein linkes Bein aus. Das ist alles eine Option. Wenn du deine Haltung gefunden hast, setz den rechten Arm hinter dir ab, heb den linken Arm nach oben. Ausatmen, dreh dich über die Seite nach hinten. Sehr schön, atme ein, zieh den Brustkorb nach oben, zieh die Kopfkrone nach oben. Atme aus, rotiere hier von der oberen Wirbelsäule nach hinten. Ein und aus. Dreh dich wieder nach vorne. Wir kommen jetzt in die Kuh. Dafür stapeln wir die Knie übereinander. Bring jetzt also dein Gewicht so ein bisschen nach vorne, stapel die Knie einmal übereinander und dann vorsichtig setz dich wieder nach hinten. Du solltest Platz zwischen deinen Fersen haben, um dich hier vollständig abzusetzen. Falls das nicht möglich ist, streck dein linkes Bein nach vorne aus. Sehr schön. Atme ein, heb die Hände nach oben, beug deinen linken Arm jetzt und greif dir den Ellenbogen. Wenn du weitergehen möchtest, kannst du hier den Griff wechseln und deine linke Hand mit der rechten von unten suchen und vielleicht greifen. Sehr schön. Atme weiter. Und komm vielleicht nochmal zurück zu deiner Intention. Spür rein in deinen Körper. Ganz ohne zu bewerten. Was ist gerade da? Sehr schön. Dann löse langsam auf. Schwing dein rechtes Bein wieder nach hinten und dann steig von hier aus zurück in die schiefe Ebene. Wir fließen durch ein Vinyasa deiner Wahl, Knie, Brust und Kinn oder verlagere dein Gewicht nach vorne, beug die Ellenbogen, Chaturanga. Atme ein, Urdhva Mukha, herauf, schauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Sehr schön. Beug die Beine, lauf oder spring an den Anfang der Matte. Von hier aus setzen wir uns direkt tief in Utkatasana, den Stuhl. Andere Seite, sehr schön. Atme ein, atme aus. Mit der nächsten Einatmung zieh dir das rechte Knie zur Brust. Bring die Hände vor der Brust zusammen und dann schieb die rechte Ferse nach hinten. Beug deinen Oberkörper nach vorne, parallel zur Matte. Atme ein. Atme aus. Sehr schön. Ein. Mit der Ausatmung beugt das linke Bein und in Zeitlupe bring den rechten Fuß hinter dir auf die Matte. Atme ein, heb die Hände nach oben für den High Lunge. Atme aus, bring das rechte Knie zur Matte. Ellenbogen zieh nach unten, öffne dein Herz. Low Lunge. Einatmen, Hände über vorne nach oben, heb dein rechtes Knie wieder von der Matte.
Ausatmen, beug dich hier nochmal. Einatmen nach oben. Ausatmen ein letztes Mal nach unten. Einatmen nach oben. Und dann dreh dich hier wieder auf in deine Goddess Pose. Sehr schön. Von hier aus machen wir eine andere Sache. Streck die Arme zur Seite aus. Atme ein, streck die Beine, heb die Hände nach oben. Atme aus, Kaktusarme nach unten. Sehr schön. Ein, nach oben, streck die Beine, streck die Arme. Ausatmen, Kaktusarme nach unten. Einatmen, nochmal nach oben. Ausatmen, nach unten. Sehr schön. Von hier aus, linker Arm zieht nach vorne, die linke Ferse hebt sich. Komm hier in einen High Lunge. Atme ein. Atme aus. Linke Hand kommt zur Matte. Rechter Arm zieht nach oben. Atme tief ein. Atme aus. Mit der Einatmung verlagere das Gewicht auf die Außenseite vom linken Fuß und auf deine linke Hand. Und dann hol dir den rechten Fuß auf den linken für die Side Plank. Option hier das linke Knie abzulegen. Atme ein, atme aus. Wenn du weitergehen möchtest, steig mit dem rechten Fuß hinter dich, öffne hier für das Wild Thing. Atme weiter ein und aus. Mit der nächsten Einatmung rechte Hand wieder zur Matte, schieb dich zurück in den dreibeinigen Hund. Streck das rechte Bein nach oben, atme ein. Ausatmen, rechtes Knie zum rechten Handgelenk. Setz dich hier einmal ab für die Taube. Stell deine Fingerspitzen auf, heb deinen Brustkorb an. Atme ein, atme aus, roll dich so, wie es für dich geht, nach unten. Atme ein, nochmal nach oben. Atme aus, nach unten. Ein, nochmal nach oben. Und aus, nochmal nach unten. Sehr schön. Komm nach oben, atme ein. Verlagere das Gewicht auf die rechte Seite und hol dir deinen linken Fuß nach vorne. Stell den linken Fuß auf die Außenseite vom rechten Knie. Rechtes Bein kann hier auch gestreckt sein. Linke Hand hinter dir, atme ein, heb den rechten Arm nach oben. Atme aus, twist über die linke Seite. Öffne deinen Brustkorb, atme ein, Kopfkrone nach oben. Ausatmen, Drehung aus der oberen Wirbelsäule. Ein und aus. Sehr schön, komm zurück zur Mitte. Komm mit den Händen nach vorne. Wir kommen wieder in die Kuh, stapeln die Knie übereinander. Option, das rechte Bein auszustrecken. Du solltest hier vollständig auf der Matte sitzen können oder dich zumindest auf einen Block setzen. Wenn die Knie übereinander sind, heb die Arme nach oben. Beug deinen rechten Arm und greif dir mit der linken Hand den rechten Ellenbogen. Bleib hier oder greif dir die Hand von unten hinter dem Rücken. Atme ein, atme aus. Komm nochmal zurück zu deiner Intention. Atme ein, atme aus. Sehr schön. Löse langsam auf. Und dann schwing dein linkes Bein nach hinten. Steig zurück in die schiefe Ebene. Ein Vinyasa deiner Wahl. Einatmen. Schieb dich in die Kobra oder den heraufschauenden Hund. Ausatmen. Herabschauender Hund. Einatmen. Roll dich nochmal Wirbel für Wirbel nach vorne. Und dann in Zeitlupe, bring dich langsam Richtung Matte. Sehr schön. Streck deinen rechten Arm nach oben aus und roll dich von hier einmal auf den Rücken. Vielleicht musst du so ein bisschen zurück auf die Matte rutschen. Stell deine Füße auf. Spür mit deinen Fingerspitzen die Fersen. Füße parallel, Knie parallel und dann einatmen. Schieb dein Gesäß nach oben. Roll die Schultern unter deinen Brustkorb und greif die Hände ineinander. Öffne hier nochmal deinen Brustkorb, deine Körpervorderseite, schieb in die Füße, atme ein, atme aus.
Atme ein. Atme aus, löst die Hände, löst langsam auf. Sehr schön. Zieh dir hier einmal das rechte Knie zur Brust, streck das linke Bein aus, schieb das rechte Knie auf die linke Seite, twist auf die rechte Seite, die rechte Schulter auf der Matte, der Blick über die rechte Schulter. Atme ein, atme aus, komm zurück zur Mitte. Wechsel die Seite, streck das rechte Bein aus, linkes Knie zur Brust, atme ein. Mit der Ausatmung bring das linke Knie auf die rechte Seite. Twist, Blick über die linke Schulter auf der Matte. Atme ein, atme aus. Komm langsam zurück zur Mitte. Zieh dir nochmal beide Knie zur Brust. Mach dich ganz klein, bring deine Nasenspitze zwischen die Knie. Atme tief ein. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, atme noch ein bisschen mehr ein. Noch ein bisschen mehr. Mit der Ausatmung atme durch den Mund aus. Streck alle Viere von dir. Wir finden die wichtigste Asana. Shavasana. Schließ deine Augen, öffne die Handflächen nach oben. Wenn du jetzt direkt aufspringen willst und weitergehen, nimm dir die paar Minuten, um deine Praxis zu integrieren. Nimm dir den Moment, um einfach nur zu sein. Lass deine Intention gehen. Lass den Atem gehen, das alles los. Shavasana. Nimm jetzt langsam einen tiefen Atemzug. Öffne den Mund, atme aus. Bring Bewegung zurück in deinen Körper. Kreis vielleicht die Handgelenke. Streck dich einmal lang aus. In deinem Tempo zieh die Knie zur Brust. Und roll dich auf deine rechte Seite. Lass die Augen noch geschlossen, setz dich auf in eine bequeme sitzende Haltung, in der deine Wirbelsäule aufrecht sein kann. Bring die Hände vor der Brust zusammen. Und bedanke dich bei dir selber, dass du dir die Zeit für deine Praxis genommen hast, bei deinem Körper, dass er so gut es geht mitgeübt hat. Bring deine Hände zwischen die Augenbrauen für klare Gedanken, zu deinem Mund für wahre Worte. Und zu deinem Herzen für aufrichtige Intention. Danke, dass du mit mir geübt hast. Ich hoffe sehr, es hat dir gefallen und du fühlst dich jetzt ein bisschen wacher und ausgeglichener. Ich freue mich, wenn du mir einen Daumen hoch und einen Kommentar da lässt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.